Jonas Schmidt und Michael Weber erreichen eine Motorradwerkstatt, in der kriminelle Machenschaften vor sich gehen sollen. So, das müsste doch hier sein, oder? Ich sehe nichts, du. Ey, Scheiße, da ist jemand, der bedroht einer mit einer Waffe. Hast du gesehen? Ja, mach mal direkt Verstärkung. Arno für 1533. Bist du bereit? Ja, wir brauchen hier Verstärkung. Werkstatt Gerke. Wir haben hier eine Person mit einer Waffe, die bedroht eine weibliche Angestellte. Wir gehen jetzt rein. Oh, das kam direkt aus dem hinteren Bereich. Lass mal durchgehen. Wo sind die denn? Links oder was? Ich guck rechts. Ich guck. Okay. Okay, komm. Der ist hier. Ja. Okay, lass uns gehen. Gehst du rechts? Ja. Die Waffe runter! Die Waffe runter! Zurück, zurück auf die Knie. Gehen Sie runter. Mal zur Seite. Sie zur Seite. Hand in Nacken. Sie zur Seite. So ist gut. So ist gut. Ich hab. Wer sind Sie? Wer ich sind bin Sie? Herr Peter Soest. Ich habe euch gerufen. Wer sind Sie? Herr Soest. Ja, Herr Soest. Was hat das mit der Waffe auf sich? Hast du die Waffe? Die habe ich gefunden im Karton. Genau. Gut. An die Frau. Ist eine Anscheinswaffe. Ja. Ganz ruhig. Ich nehme sie jetzt kurz. Wer sind Sie? Ich bin die Ina. Ich bin die Freundin von Manni. Dem gehört die Werkstatt. So. Und ich bin hier auf den Laden aufgeschlossen, weil er beim Arzttermin ist und dann steht der Verrückte hier und bedroht mich mit so einer komischen Waffe. Warum bedrohen Sie die junge Dame? Sie nicht. Ich sehe Sie jeden Abend kriegen die Lieferungen und da sind diese Waffen drin. Das kann nicht normal sein. Deswegen habe ich Sie gerufen. Ist gut. Nein. Ist gut. Doch. Ersatzteil, wir sind jetzt in der Werkstatt. Jetzt nochmal. So, jeden Abend entdecken Sie genau. Leute, genau. Die hier was machen. Der Manni Anlieferungen bekommt. Ja. Und dort drin habe ich entdeckt gehabt, dass dort Waffen drin sind, Zigaretten drin sind, Zigarren. Was haben Sie denn, für eine Verbindung zu der Werkstatt hier? Ich bin Nachbar. Wie kommen Sie denn in die Werkstatt, um die Sachen da zu finden? Oder wo haben Sie im Karton was gefunden? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Genau. Der Karton stand vor der Tür. Ach, die stand vor der Tür. Ja, stand und Manni ist der Besitzer von der Werkstatt. Manni ist der Besitzer vor der Tür, genau. Wer sind Sie? Ich bin die Ina. Ich bin die Freundin von genau. Manni. So, und Sie haben Schlüssel hiervon? Genau, ich habe den heute aufgeschlossen, weil er einen Arzttermin hat. Ja? Und dann stand er schon hier drin? Nein, nein, er stand hier und dann kam er. Okay. Und dann kam er mit dieser Waffe und diesem Dings und... Okay, gut. Was ist denn aber wer, ist hier, wer kommt jetzt? Wer ist das? Warten Sie mal. Oh, da hallo. Ist der Manni, das ist er, das ist mein Freund. Was das ist Ihr Freund? Das ist er, ja. Meine Herren, warum... So. Was machen Sie hier? Sie sind Besitzer hiervon, ja? Ja. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Er hat gesagt, du hast hier so Waffen. Es geht hier um den jungen Mann. Hören Sie mir mal zu. Kommen Sie mal durch, kommen Sie mal durch, bitte. Es geht hier um den jungen Mann, der angibt, dass Sie wohl hier Waffen in irgendwelchen Kartons besitzen. Waffen hier? Ja, nachts kriegst du immer Anlieferungen. Ich sehe jedes Mal sich von draußen, dass das ist der Nachbar von Ihnen. Kinder. Ja. Ja. Sie kennen sich. So. Und ja, er ist mein Nachbar. Er geht mir schon die ganze Zeit auf. Ja, was sagen, was sagen Sie denn dazu? Sie müssen ja irgendwas dazu sagen. Sie kriegen gerade den Vorwurf, dass Sie hier Waffen verkaufen eventuell oder zumindest besitzen. Nein, ich bekomme, nachts bekomme ich nur Ersatzteile geliefert. Ich führe keine Waffen hier. Peter, ganz ehrlich. Wie kommen Sie denn da drauf? Haben Sie da irgendwelche Beweise? Ja, er hat ja gesagt, er hat die Waffe in der Kiste gefunden. So, in der Kiste habe ich die haben Sie doch weitere Waffen gefunden? Was für eine Kiste? Ja, die sind im Karton drin. Die müssten dann hier irgendwo rumstehen. Wie sehen was für ein Karton? Bitte schön, kann mir jemand sagen, was hier los ist? Ja, deine Anlieferung, die du immer bekommst. Er bekommt keine Anlieferung. Doch, er bekommt Anlieferung. Warum sehe ich das nicht alle zusammen? Nicht alle. Also, wir gucken uns am besten mal um. Wir können hier noch stundenlang debattieren, diskutieren. In dem Karton? Wie sahen die Kartons aus? Nee, nee, nee. Das sind große Kartons. Wo möchten Sie jetzt hin? Wollten Sie jetzt suchen gehen? Ja, ich wollte mal gucken. Nee, Sie wollen hier gar nichts gucken. Hier irgendwo hier in der Halle stehen oder so. Dafür habe ich Sie ja gerufen, oder? Entschuldigung, dann können wir ja wieder fahren und suchen Sie alleine. Ist das okay? Nee, nee, nee. Also, bleiben Sie hier stehen. Ich meine so eine Lieferung. So eine Lieferung, wo kommt die denn hin normalerweise? Ja? Die Lieferung. Gehen wir mal alle mit hier. Kommen Sie mal mit. Ja, um Himmels Willen, sind Sie sich um, mein Herr. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, ist das in Ordnung für Sie, ja? Ja. So, wo kommen die Lieferungen denn hin? Normalerweise bringe ich die Lieferung immer dort rechts hin, wo die anderen Ersatzteile sind. Und dann gibt es auch noch links ein Abteil. Ja, dann würde ich mich links widmen und der Kollege guckt sich rechts um. Ja, warte, ja, bitte. Lass mal ganz davon. Kurz, darf ich mal ganz kurz, bitte. Stehen Sie mal auf, treten mal einen Schritt zurück. Mal einen Schritt dahin. So, Sie haben ja gesagt, es ist in Ordnung, wenn wir uns umsehen. Ja. Jetzt finden wir genau diese Waffen bei Ihnen in den Kartons drin. Also hatte er ja gar nicht so Unrecht, ne? Das ist nicht dein Ernst. Mit dem, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Du hast doch jetzt hier nicht so scheiß illegale Geschäfte am Laufen, oder was? Nein, natürlich nicht. Du bist doch häufig genug hier gewesen. Guck dir das doch mal an. Ich weiß nicht, wie das die Kartons hier hingekommen sind. Hören Sie mir mal zu. Das sind jetzt Zigaretten ohne Banderole, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Also ein Zoll haben wir auch noch umgangen in den ganzen
in der ganzen Sache hier. Meine, ja? Ich weiß nicht, wie diese Kartons hier hingekommen sind, ganz ehrlich. Ja gut, aber Sie müssen doch, Sie haben das doch zu verfolgen als Besitzer. Ich meine, Sie müssen doch mit Sicherheit auch irgendwelche Nachweise führen. Ja, natürlich. Ich habe doch die ganzen Lieferscheine auch, habe ich immer gestapelt. Ja gut, aber das sieht jetzt ein bisschen schlecht aus. Das sieht ehrlich anders sein, aus, oder? Bin ich auch der Meinung. Ich habe jetzt diesen Teil gefunden, ja, der Lieferung. Vielleicht finde ich ja noch mehr. Ich gucke mich jetzt noch mal weiter um. Ist das okay für Sie? Gut. Eine andere Wahl habe ich ja nicht, oder? Würde mich auch interessieren. Ja, Sie bleiben mal alle hier und der Kollege guckt noch mal. Hey, hier liegt jemand. Hey! Kommen Sie mal raus. Hallo, hallo, hallo. Sie bleiben da. Warten Sie mal, ganz kurz, warten Sie mal. Ich hatte mich dann ja noch so ein bisschen umgesehen, weil ich ein relativ ungutes Gefühl bei der ganzen Sache hatte. Zum einen war es so, dass wir hier die Bedrohungssituation hatten. Dann hatten wir diese Kartons aufgefunden mit Zigaretten und auch mit den Waffen. Jetzt hatte ich dann noch im Heizungsraum die Dame festgestellt, die da gefesselt war und auch wo der Mund zugebunden war. Also ich sag mal, der Herr Soest hatte ja von Anfang an gesagt, dass hier kriminelle Machenschaften im Raum stehen und das hat sich so ein bisschen bestätigt. Okay, so. Gut, dann gehen wir mal da vorne hin. Komm. Ich würde sagen, wir gehen mal vorne. Ich guck mal kurz nochmal. Wo ist der? So! Ganz ruhig, ganz. Wer bist du? Das ist der Mann. Wer ist das? Wer ist das denn? Wer bist du? Was macht diese Frau hier? Was für ein Mann? Was für ein Mann? Jetzt konzentrieren Sie sich nur auf mich, bitte. Micha, tu die mal weg, bitte. Ja. Tu die erst mal zur Seite. Erstmal zur Seite. Jetzt, Ruhe jetzt mal hier. Jetzt konzentrieren Sie sich erstmal auf mich. Was ist hier los? Was ist hier los? Der Mann hat sie hier reingeschleppt. Und dann? Ich weiß es nicht. Welcher Mann? Zeigen Sie mir genau diesen Mann. Mit den langen Haaren. Der hat sie hier reingeschleppt und hat sie betäubt. Wieso? Können Sie sich das vorstellen? Waren Sie vorher bei ihm? Nein. Wollen Sie nichts weiter dazu sagen erstmal? Der Werkstattbesitzer behauptet, die 25-Jährige noch nie gesehen zu haben. Die Beamten vermuten, dass es sich dabei nur um eine Schutzbehauptung handeln kann. Also Sie wollen die junge Dame nicht kennen? Nein. Beide nicht? Ich kenne sie nicht. Ich kenne sie wirklich nicht. Nee, Sie können jetzt... Sie gehen jetzt erstmal... Wo wollen Sie denn hin? Jetzt bleiben Sie doch erstmal hier. Bleiben Sie doch bitte erstmal hier. Wir müssen ich jetzt erst... Krankenwagen gerufen. Der Krankenwagen kommt gleich und kümmert sich. Ich will jetzt wirklich gehen. Der kümmert sich doch gleich. Jetzt ganz ruhig erstmal. Ja? Kommen Sie mal bitte mit und beruhigen Sie. Bleiben Sie bitte mal da sitzen. Ja? Frag mal bitte was... Hier. Ihn erstmal auf den Pott setzen. Sie fanden das gerade lustig, oder was? Finden Sie diese ganze Situation lustig? Warum haben Sie jetzt gerade gelacht? Ja, ich finde die Dame nicht. Das weiß ich nicht. Also. Ja, als ich Sie angeguckt habe, haben Sie angefangen zu lachen. Ich finde das überhaupt nicht lustig hier. Kennen Sie? Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie die ganze Situation toll finden, weil Sie jetzt einfach das bestätigt bekommen, was Sie eigentlich gedacht haben. Mhm. Ja? Aber trotzdem ist das keine lustige Situation. Nee. Also. Was haben Sie denn jetzt noch bei sich? Ich bin jetzt mal so frei und gucke mal nach. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nicht. Was haben Sie stattdessen hier? Was ist das? Das sind doch die Handschellenschlüssel, oder? Ja, mach mal auf, guck mal. Warum haben Sie die denn in der Hosentasche? Ich weiß nicht, wie die da hingekommen sind. Ich war betäubt, ich weiß es nicht. Hier, junger Mann. Wie kommen die Handschellenschlüssel bei der jungen Dame in die Tasche? Woher soll ich das denn bitte wissen? Woher soll ich das wissen? Schreien Sie mich nicht so an, Sie können auch ganz normal mit mir reden. Jetzt mal Butter bei die Fische. Sie fahren auch mit auf die Dienststelle, das ist gar kein Thema. Auf die Ja, natürlich. Ich kann nicht mit auf die Dienststelle. Jetzt bleiben Sie erstmal hier. Hallo. Jetzt. Hey, hallo. Sag doch auch mal was, Peter, ich kann nicht mit auf die Dienststelle. Wie sag doch auch mal was. Kommen Sie mal hier rüber. Nichts sagen. Kommen Sie mal hier rüber. Wie nichts sagen. Sie haben da gerade gesagt, Sie kennen die Frau nicht, oder? Wie nichts sagen. So, was ist jetzt los hier? Wer ist das? Ehefrau, Tante, Onkel? Das ist meine Nichte. Ihre Nichte? Das ist meine Nichte. Und was macht die hier? Ja, wir haben besprochen gehabt, dass ich... Tut mir so leid, aber ich wollte mich jetzt mit auf die Wachen nehmen. Ja, natürlich, das hätten wir jetzt im Nachgang natürlich gemacht, weil wir nicht wissen, was mit Ihnen los ist. Wenn Sie uns jetzt nicht weiterhelfen, wenn Sie nicht kooperieren, dann wird das hier nichts. So, jetzt ja, ich habe sie eingeschlossen. Wir haben beide miteinander gesprochen. Ich habe gesagt, weil sie
noch einen offen hatte bei mir und deswegen hatte ich gedacht gehabt, dass wir den Peter ein bisschen schneller wegkriegen hier von unserer Siedlung und das alles so. Also Sie haben jetzt nicht nur die junge Dame hier eingeschleust. Was ist mit den Waffen? Ruhe, Ruhe mal. Die Waffen? Jetzt komm, erzähl mir keinen Scheiß jetzt hier. Die sind nicht von mir, die Kartons, wie gesagt. Du hast doch selber eine Waffe in der Hand gehabt, aus dem Karton. Ja, wie gesagt, das war aus dem, wie gesagt, aus dem 3D-Drucker. Kann ich überhaupt gar nicht mehr. Wir machen das jetzt anders, Genau, Sie sprechen es gerade an, ich habe Sie vorher nicht durchsucht. Was haben Sie noch in Ihren Taschen? Ja, ich habe noch Dietrich hier. Was haben Sie in Taschen? Ah, hier ein Dietrich. Langsam rausholen, nichts an... So, warum haben Sie den Dietrich? Ja. Ja, jetzt können Sie auch, sagen, was los ist. War und wollte die Kartons ein bisschen verstecken, so dass der Manni halt schneller hier aus die Werkstatt wegkommt. Das war hier alles. Ist das jetzt gerade dein Ernst? Ja, ist es. Doch nicht mehr alle, echt. Der Herr Soos hat sich Zutritt zu dieser Halle verschafft mit dem Dietrich, den er bei sich hatte. Hat hier die Kartons mit den Waffen deponiert. Wo er die jetzt hat drucken lassen, müssen wir noch ermitteln. Er wollte dem Besitzer hier einfach was anhängen, damit der seine Werkstatt hier schließen muss und er endlich in der Nachbarschaft Ruhe hat. Guck mal, ihr seid Motorradrocker. Ja, guck mal, was hier draußen alles rumfährt und da brumm, brumm, brumm. Ich würde jetzt an Ihrer Stelle... Hey, das ist doch scheiße, so. Ich würde dann einfach schlafen. Die ganzen Kinder hier und das alles. So, okay, um das Ganze zu entkräften, ich würde sagen, wir nehmen Sie jetzt beide mit, ja, dass wir Sie jetzt noch mal befragen können zu dem Ganzen. Und dann wird sich hoffentlich klarstellen, was Sie vor allem für ein Motiv hatten, okay? Der 40-jährige Nachbar muss sich vor Gericht verantworten. Seine Nichte erhält eine Anzeige wegen Mittäterschaft.